Ich bin der Karl Malin, der Vorsteherkandidat VU für den Balzers. Und beruflich bin ich selbstständiger Bauingenieur und Bauleiter und 57 Jahre alt. Der Vorsteherkandidat macht das Team komplett. Ohne hätte sicher was gefehlt. Und ja, das Team selber, wir haben es heute gesehen, es ist fantastisch. Die Stimmung, was wir haben, auch in der Vorbereitung, haben wir immer tolle Zeit gehabt und werden so hoffentlich noch haben. Es gibt noch mehr Treffen, die wir natürlich haben. Und ja, das Team, haben wir auch gesehen, ist bunt gemischt, jung, alt und viele verschiedene Berufe sind vertreten. Also das ist toll. Auch wenn es schön ist, braucht es zum Beispiel auch einen starken Wirtschaftsstandort. Es braucht immer Beiz, weil sonst funktioniert es nicht. Das ist sicher etwas, wo man in Angriff nehmen muss, dass es da eine Erweiterung von der Industrie- und Gewerbezone gibt. Dann natürlich die Treffpunkte, wie wir es nennen. Das ist das Dorfzentrum. Also wir kriegen jetzt einen von den schönsten Dorfplätze, aber ein Platz funktioniert per se noch nicht. Also es braucht auch die Kulisse drumherum, es muss ein Publikumsverkehr da sein, damit es, wie es unsere Kandidatin Petra sieht, permanent ein Treffpunkt ist, wo die Balzner sich treffen können. Das Sportstättenkonzept ist heute Abend auch erwähnt worden. Das ist schon 20 Jahre lang das Thema. Die Gebäude sind in die Jahre gekommen, die Tennishalle und so weiter. Und das sind auch ganz wichtige Treffpunkte und damit die Arbeit für den Verein wertgeschätzt werden kann, muss man natürlich auch aus politischer Sicht die Gemeinde, der Verein die richtige Infrastruktur zur Verfügung stellen. Also da gibt es sicher auch noch einiges zum tun, dass wir das erfüllen.